Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Schaut ihn euch an. Was für ein Künstler. Gut, ja, in der letzten Folge haben wir Episode 9 weitergespielt und diese Level hier gespielt, ne? Wenn ich mich irre, dahinter ist irgendwas, sehe ich gerade. Und ja, wir haben die vorletzte Folge, nicht Folge, Level von Episode 9 erledigt und ja, jetzt sind wir hier noch ein bisschen auf Erkundungstour, weil jetzt haben wir wieder freies Spiel endlich mal freigeschaltet und können uns hier mal auf einigen Orten hier umschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich war noch nicht hier, ne? Lass mal hier hingehen. Und ja, wir haben hier in der letzten Folge einen Gonk hier weitergeholfen, sein Ziel zu erreichen, ne? Und jetzt schauen wir uns hier auf den Todesstern noch mal um und finden hoffentlich alle Sachen, damit ich hier nicht noch mal hingehen will, weil ich will nicht noch mal hingehen, weil hier so ein blöder Ladebildschirm ist. Jedes Mal, wenn man hier zum Motorstern hin will, ne? Und den kann man nicht skippen und der geht schon so eine halbe Minute und das ist ein bisschen nervig. Deswegen hoffe ich, ich werde hier alles finden auf Anhieb, ne? Damit ich hier nie wieder einen Fuß reinsetzen muss. Wir haben schon alle Quests hier erledigt, alle Charakterquests, die hier drin sind. Das heißt, hier müssen wir nur noch einfach ja so drin. Oh. Jetzt auf der dunklen Seite. So was mache ich nicht mehr. Man sagt nicht die Luft an. Ungefähr so. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Okay, ja. Wir schauen uns hier auf. Wie heißt der Planet nochmal? Kijim. Kijim, irgendwie so, ne? Ah ja, wir erkunden ja noch alles und ja, wie es abläuft, ne? Oh, sehe schon. Nein, nicht das. Das hier. So. So viele Sachen sind nicht mehr übrig, ne? Eine Level ist hier nur noch übrig. Nützlicher als der kindische Kylo. Was haben wir hier drin? Schalter! Der Sicherheitszugang ist derzeit nicht funktionsfähig. Stimmabdruck für Notfallübersteuerung benötigt. Bitte nach dem Ton Stimmabdruck hinterlassen. Was? Stimmabdruck nicht erkannt. Auf bevorstehende Verhaftung vorbereiten. Einen schönen Tag noch. Was? Die haben gerade irgendwas gesagt. Ich dachte, wir machen müssen. Okay, ich habe gar nicht gehört, dass die etwas gesagt haben. Okay, ich will schon. Ja, ich habe schon gedacht. Ja. Stimmabdruck nicht erkannt. Ja, soll ich das nicht machen? Verhaftung vorbereiten. Einen schönen Tag noch. Für eine Stimme soll ich den hier hinterlassen? Das ist genau bevor der in die Luft geflogen ist, ne? Ja, Luke Skywalker wurde vom Imperium gefürchtet, habe ich gehört, ne? Weil er die einzige Person ist, die nach einem Treffen mit dem Imperator und Darth Vader irgendwann lebend herauskam. Ne? Er hat den Thronsaal mit Darth Vader und Imperator Palpatine betreten und ist der einzige, der wieder rausgekommen ist, ne? Und dafür wurde er halt so gefürchtet, ne? So, ich stehe gerade hier ein bisschen auf dem Schlauch, was ich machen soll. Warum muss ich da, geht die Tür da auf? Ja, ne? Bitte nach dem Ton Stimmabdruck hinterlassen. Ist er nicht da? Auf bevorstehende Verhaftung vorbereiten. Einen schönen Tag.
Stimmabdruck, wie soll ich denn hier Stimmabdruck machen? Ich den Imperator spielen oder was? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, irgendwie einen bestimmten Charakter irgendwie suchen, den ich hier natürlich super intelligent, ne? Aber bisher hat das Spiel noch nichts irgendwie charakterspezifisches erwartet, deswegen nehme ich jetzt einfach mal an, dass es nicht das, was ich machen muss, ne? Muss ich jetzt mal so raten, ne? Na, versuchen wir mal, ne? Ich meine, wenn ihr jemand Stimmen braucht, dann kann es ja nur der Imperator sein, ne? Lasst uns beginnen. Aber ich glaube nicht. Irgendwas muss ich ja machen. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, guck mal hier. Ach, ich soll da treppen. Oh Gott, ey. So ein ganz normaler Sturmtruppler. So ein normaler Sturmtruppler ist irgendwie genug, um so eine Stimmdingen hier zu öffnen. So ein ganz normaler Sturmtruppler. Ohne Rang oder irgendwie so was. Die sind schon berechtigt, irgendwie so sprachgesteuerte Türen zu öffnen. Alles klar. So, laufen wir ein bisschen mit dem Imperator rum, ist ja seine Bude hier, theoretisch, ne? Der Imperator ist übrigens einer der wenigen Charaktere, die gar nicht auf dem Titelbildschirm hier sind, ne? Also diese Stapel, die, wo man hier alle Charaktere sieht, ne? Wenn man hier mein Intro immer sieht, ne? Der ist einer der wenigen Charaktere, die gar nicht darauf vorkommen, ne? Count Dooku ist auch nicht da drauf. Ich meine, der ist nicht wichtig genug. Was ist denn hier schon passiert? Okay, was ist deine Geschichte? Ich habe etwas unglaublich Wichtiges hinter dieser Tür gelassen. Oberkörper. Aber wie es scheint, ist der Code für die Tür nicht länger in meinem Speicher. Ich glaube, der Code befindet sich irgendwo im Stockwerk. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich zum anderen Planeten hätte fliegen müssen. Selbst abrufen können. Aber ich bin wohl in die Jahre gekommen. Ich muss schon sagen, wenn ich jetzt dafür zu einem anderen Planeten gehen muss und dann wieder diesen Ladebildschirm sehen muss, ne? Dann hätte es ein paar aufs Maul gegeben für dich. So, was ist hier? Habe ich das schon aktiviert? Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe meistern lassen. So. Ich bin General Armitage Hux von was der denn hier? Ah. Bitte sag mir, bleibt aktiviert. Oh. Was ist hier los? Da kommen wir da. Da war irgendwo ein Stein, genau, ja. Aha. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Und dann sind wir wieder hier ausgezeichnet. So, dann machen wir noch zwei. Einer ist, glaube ich, hinter dem Ding, ne? So in einem der unteren Stockwerke, hat er gesagt. Okay.
Wo denn? In einem der unteren Stockwerke, also nicht direkt das untere Stockwerk, ne? Gute Frage, ne? Ich sehe ja nicht auf der Karte, ne? Das ist ja nicht so ein glitzerndes Ringchen oder irgendwie sowas. Ne, das wird mir ja nicht auf der Karte hier angezeigt, leider. Ah. Aber ich muss ja so ein Terminal finden, ne? Ich muss eins herstellen irgendwie, ne? Hat der alle hier? Jawohl. Ha. Das wird garantiert nicht nochmal passieren. Na. Warte mal, der Terminal müsste doch eigentlich auf der Karte sein irgendwo, ne? Oh Mann. Da sieht irgendwie unerkundet aus. Ah, kann noch ein bisschen dauern, bis ich das finde. Habe ich so ein Gefühl. Eins der untersten in der untersten Ebene, und es muss ja ein Terminal sein, ne? Na gut. Was ist hier? Warte mal, da sehe ich was auf der Karte. Hey, das ist der Ausgang wieder, ne? Nee. Nee, war die Quest, genau. Genau. Oh Mann, du hast es geschafft. Boah. Ich fasse es nicht, Mann. Oh. Das ist so wunderschön. Ich liebe dich. Was? 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 So. So. Dieses Hologramm zusammengezuckt. Was ich die Macht dagegen einmal. Ihr unterschätzt die Macht. Die Macht hat einige Fähigkeiten, die manche als unnatürlich ansehen. So, kann ich das zusammenbauen? Warum kann ich damit interagieren? Ja, komm mal hoch. So, hier ist nix. Also muss irgendwo hier sein, vielleicht. Da sind wir schon wieder beinahe da oben. Gerade habe ich irgendwo was gesehen. Wie habe ich mich damit gerade gekillt? Ich habe für mein uneinsichtiges Verhalten bezahlt. Wenn das nicht die Konsequenz für meine eigene Aktion war. If this isn't the, sagt man auf Englisch, if this isn't, if those aren't the consequences of my own actions. So, hier geht's irgendwo weiter. Da. B8, wo bist du? Oder du willst aufpassen, ne? Ja. Nicht gut, aber wenn man einen kleinen. Wow. Alter, ist so schnell. Okay, ich wollte schon sagen. Aus dem Weg. Bist du denn? Ich muss das hier aufmachen, bitte. Warte mal, kann ich doch. Na gut. Bonk. Bonk. Und wir sind da. Jetzt haben wir uns hier den Code, ne? Nehme ich an. Gib. Zimmer 327. Okay. So, was ist deine Geschichte, mein Mann? Der Ort ist voll von den erstaunlichsten Schmuckstücken.
Ich wollte eine Route einrichten, um einen verlorenen Kyberstein zu erreichen. Aber ich Kyberstein. Das ist selbst für mich zu gefährlich war. Du kannst es gerne versuchen, aber tu mir den Gefallen und sei vorsichtig. Das Einzige, was noch umständlicher ist, als durch dieses Wrack auf der Suche nach Schätzen zu klettern, ist die Rettung von Schrottsammlern, die beim Klettern durch dieses Wrack auf der Suche nach Schätzen gescheitert sind. Mein Gott. Nee, beacht nur deinen ganzen Soundeffekten, ne? So, genau. Netzwerfer. Bonk. Okay. Ist doch schon einer direkt. Der war doch voll easy, mein Gott. Boah. So, dann fehlt nur noch der andere Kollege hier, ne? Und dann sind wir ja fertig beim Todesstern, Gott sei Dank. Muss ich nie wieder diesen blöden Ladebildschirm anschauen. Ich habe ihn nur zweimal gesehen, aber mein Gott. Das hält doch niemand aus. Okay, ihr tut euch random manchmal aktivieren, manchmal nicht. Ich glaube, hier war das, ne? War das hier? Ich glaube nicht. Da oben irgendwo. Die Laufanimation. Banane. Banana. Im Wasser tun Schimpansen ertrinken. Oh. Das ist so ein geiles Video. In water, chimps will drown. Vor allem die Version mit diesem komischen Schrei im Hintergrund. Oh. So, eine Sekunde. Ich mache ja schon auf. Bin ja schon da. So, Zimmer 327 war das, ne? Boom. Kennwort angenommen. Meine Beine. Was macht dieses Monster mit euch? Ah, das ist ein AT-ST. Cool. Ach, was zum... Hey. Meine wunderschönen Beine. Habt ihr mich vermisst? Ja, ganz bestimmt, meine Lieben. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Wow. Meine Beine scheinen ein wenig enger zu sitzen, als ich es in Erinnerung habe. 170 fehlen uns. In den letzten Tagen ein oder zwei Schraubengrößen zugelegt. Schraubengrößen. So, sind wir hier im Wrack des Todessterns fertig. So, dann lass ich mal. Kann ich irgendwo hier so schnell hinreisen? Ja, ne? Oh, ne. Jetzt gucke ich mir die Animation trotzdem an, oder? Okay, das ist jetzt. Ich die doch nicht mal ab überspringen kann, ne? Das ist so kackfrech gerade. Ja, es ist eine sehr schöne Cutscene, aber muss nicht unbedingt sein. Jetzt okay, schön. Ja, hier ist Wasser und wir nähern uns der Insel. Ich weiß. Ich glaube, dass das passiert. Muss mir nicht diese Cutscene sein. Willkommen auf Kefbir. Abgesehen von dem gigantischen Denkmal an das alte Imperium, ein ziemlich entspannender Ort. Was meinst du denn? Ach das wäre mir beinahe gar nicht aufgefallen. So, okay, locally. Dann sammeln wir noch alles mögliche ein, was wir hier einsammeln können, was bestimmt noch einige Sachen sind. Ich habe vergessen.
Ich habe vergessen, für den Druiden die Sachen hier einzusammeln. Oh, jetzt kann ich mir das schon wieder anschauen. Oh. Oh mein Gott. Ugh. Jetzt kann ich dann noch mal hin und ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Auch im übertragenen Sinn. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mach mir ein Sandwich. Mach einen Spaziergang draußen. Nee. Was ist da los? Ich habe den Controller gar nicht in den Händen. Auf der Suche nach Schätzen des Imperiums? Viel Glück! Ich habe den Controller gar nicht in der Hand. Warum ist denn der betrunken geflogen? Geschwommen, keine Ahnung. So. Deswegen sollten Quests immer irgendwie allgemein irgendwie an sein irgendwo, ne? Muss man die aktiviert muss. So, jetzt kann ich mich hier noch mal umschauen. Oh mein Gott. So, irgendwann habe ich da eingesammelt anscheinend. Oh, das ist überhaupt nicht nervig, hier sich hier so zu navigieren und so näher an diesen Ort, ne? Ist ja nicht so. Ich war doch letztens auch hier direkt oben. Ja, die kommen direkt hinterher gesprungen jetzt auf einmal, ne? So, es sind so viele Sachen. Man könnte meinen, ich hätte einen von den Dingern irgendwie aus Versehen mal kaputt gemacht. Ich muss halt immer wieder aktivieren, ist klar. Boah, wer? Ich muss ja wieder alles aktivieren, ey. Muss im Weg. Gerade ein bisschen angepieselt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder? Boah. Da unten ist was? Wo? It just works. It just works. So, Leute. Da, mein Gott. Boah. Mein Gott, man könnte meinen, in so einen riesigen Frack könnten irgendwie mal ein paar Treppen irgendwie imstande sein. So, jetzt renne ich hier durch die Gegend, aber ich weiß trotzdem nicht, wo genau. Weiß ich trotzdem nicht genau, was ich hier machen muss. Nein, warum machst du denn schon den? Oh Gott. Oh Mann. So, wo? Ich sehe ja überall so Dinge, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe schon alles kaputt gemacht. Wann habe ich nichts gefunden? So, ich weiß nicht, wie die Sachen aussehen, die ich einsammeln muss, aber ich mache ja die Sachen ja kaputt und krieg die. Also, ich werde schon mal irgendwas finden hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich da kaputt machen muss, um das zu sammeln, aber da ist was. Weiß nicht, was ich da kaputt gemacht habe, aber okay. So, zwei Sachen.
wo? Na, was für ein verdrehten Weg, sagt's mir eigentlich. Da muss ich die Dinger wieder aktivieren. Komm, boah. So, warum ist BB8 jetzt nicht? Nehmen wir mal dich. Ja, du siehst cool aus von den Farben, ja. Nein. So. Wo immer du bist, komm her. Komm her, Stück, wo bist du? Na, ich habe dich eingesammelt anscheinend. So, und der letzte ist irgendwo unten. Ich mich hat schon wieder übersehen ab, ne? Gehen wir aus dem Weg. Na, oh, du bringst mich nicht automatisch zu nehmen. Boah. Hey. Planetarer Transportdienst. Wir bringen euch ans Ziel. Okay. Eine schöne Guten Durst. Ich trinke noch mal ein Schluck Wasser. Und dann nehme ich mir noch ein Celebration, den ich von meiner Tante zu Geburtstag bekommen habe vor 3 Tagen. Was nehmen wir denn? Mars, Milky Way. Ja, nicht ich, wenn ich Hunger habe. Naja, also nehme ich mir ein Snickers. Hm. Boah. Schön raue See hier, was? Schokolade, Erdnuss und Karamell. Ich ich bin übrigens nicht gesponsert von Snickers, aber ich wäre daran interessiert. Kennt jemand noch Snickers Cruncher? Gibt's die noch? Die habe ich super gern gegessen, aber die hatten sie nur für eine kurze Zeit. Ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Da waren die leckersten Snickers aller Zeiten. Wir haben so eine orange Packung gehabt. Die waren so richtig knusprig. Da war meine Lieblingsmarke. Die habe ich nur, die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ne? Die habe ich nur als Kind gesehen. Haben die irgendwann abgeschafft oder so? Da tun die einfach nicht hier verkaufen irgendwo. So ein Hackmeck habe ich nicht den richtigen Anwalt. Eine Schule, die haben ja immer so einen Snackwagen, haben die irgendwie so in den Pausen dahin geschickt und du brauchst sicher nicht zum ersten da habe ich mir die immer geholt, ey. Dann immer Snickers Cruncher. Oh, die waren so lecker. Ruf mich einfach, wenn du fertig bist. Aber meine absolute Lieblingsmarke. Da ist mein Droide, ehrlich. Ist dein Verschrottungskommando bereit für die Schlacht? Lass das Gemetzel beginnen. Okay. Willkommen zu einer weiteren aufregenden Runde von Kevin's Botcom. In dieser Ecke haben wir unseren amtierenden Champion, der flotte Verschrotter aus Jakku, mit einem Gewicht von einigen Punkt. Ich hab hier wirklich nachgedacht. Der Katastrophonator. Der Katastrophonator. Ich will ein Kind von dem Katastrophonator. Heirate mich. Und in der anderen Ecke unser mutiger Herausforderer. Frisch gebaut aus dem erlesensten Schrott, den der Todesstern 2 zu bieten hat. Ich habe vergessen.
vergessen, nach einem Namen zu fragen, also nenne ich ihn Imperator Palpatine. Imperator Palpatine. Ich mag keine neuen Sachen. Piloten, begebt euch. Oh, Twitter zusammengefasst. Damit der Kampf beginnen kann. Okay. Keine Angst, Alter, ich werde dich zum Sieg führen. Nein, da wollte ich nicht machen. Da wollte ich mal. Okay, los geht's. Komm her. Aua! Ich kann schießen. Die Zuschauer abschießen. Ja, das ist wie dieses, wie ist diese Folge nochmal? Robot Wars oder so, Super Robot Wars oder irgendwie so, ne, das ist ein Spiel. Wo sie auch irgendwie so Roboter gebaut haben, ne? Damit ist der Angriff ausdrücklich erlaubt. Habe ich immer wieder ein paar Mal geguckt. Ich will auch so einen Angriff. Ich bin so schnell, du kriegst mich nicht. Ah. Ja, da gab es irgendwie so eine Fernsehserie, ne? Wo sich Leute so Roboter zusammengebaut haben und dann gegeneinander kämpfen ließen. Ja, war voll geil. Gibt es sowas noch? Ja, ne, bestimmt. Was? Alter, warum sind diese ganzen Kämpfe jetzt auch immer so schwierig? Jetzt kämpfe ich gegen dieses eine Tentakelmonster, was hier irgendwie gar nicht kaputt geht. Und gleich wieder von diesem nervigen Kommentator. Dann das hier. Die Kämpfe hier sind viel schwieriger als die Story-Kämpfe. Was für ein Kampf! Oh mein Gott! Oh. Oh, den gefällt das doch, dass ich ihn so haue, ne? Pass auf. Das ist ja meine Ahnung. Wow. Ich frage mich, ob ich hier, wenn ich verliere, ob ich hier echt irgendwie nochmal neu machen muss. Nee, ne? Ich bin einfach wieder blöd auf der Stelle, ne? Explodier. Explodier. Hab schon den Stein bekommen. Pain Party. Yeah. Dein kleiner Druide hat eine ziemliche Show abgezogen. Da kommt für davon, Profi zu werden. Sicher, man wäre monatelang unterwegs und würde seine Lieben kaum sehen. Aber denk mal an den Ruhm. Ha, ich veräpple dich nur. Es gibt keine Profiliga. Es ist alles nur freundschaftliches, lokales Robotergekloppe. Ich sollte Robotergekloppe. Anfangen, meine Freunde hier zu parsen. Nochmals, vielen Dank für die Show. Ja, es war ein absolutes Gemetzel. Kev Biers Bordkampf. Das war äußerst unangenehm. So, hey. Dann bekomme ich einfach so einen namenlosen Druiden, ja, anstatt hier diesen super Maus-Druiden. Okay, der kam angeblich in Episode 9 vor, anscheinend. So, haben wir hier noch 6 Steine, auf die wir bauen können. Oh, ich weiß nicht, warum ich hier, da geht es auch gar nicht weiter. Aber oh, ich weiß, ich habe noch eine Mission irgendwo hier, ne? Aber gucken wir mal, wie wir noch diese Steine, diese Kreise erreichen können. Da ist zum Beispiel einer, ne? Seht ihr den da? Den da? Da gehen wir hin. So, ich habe mich beinahe schon wieder umgebracht. Die dunkle Seite ist gefährlicher als man denkt. Wie macht der das? Der tut ja irgendwie sich irgendwas werfen und der bewegt halt in die Richtung hin, wo er irgendwie was am werfen ist. Oh, hier war ich noch nie. Und damit er von dem Ding getroffen hat, der selber geworfen hat, verstehe gar nicht, wie dieser Schaden zustande kommt. So, warte mal hier. Ach ja, hier war ich schon mal.
Ja, ich wollte schon mal, aber ich weiß nicht, wie man hier reinkommt. Niemand, da ist eine Quest irgendwie oder so, ne? Den einen Planeten müssen wir uns auch noch umschauen, so ein bisschen, ne? Wir müssen ja sowieso zu anderen Planeten wegen dieser einen Mission, ne? So, irgendwie finde ich ja nicht mehr andere Sachen. Hey. Spinne, die spinnt doch, die Spinne. Oh, da ist noch was. Wo ist das hier? Ich sehe das nicht. Ja, guck mal da hin. Hier unten. Hört sich an wie dieses Geräusch in Spore, wenn man irgendwie hier, wenn man in Spore irgendwie hier so andere Kreaturen beeindrucken muss, da muss man immer so einen kleinen Tanz machen und dann machen die auch immer so, da kommt irgendwie so ein Soundeffekt, daran erinnert mich das irgendwie. Also was ist hier noch? Guck mal, ja, du Stute. Okay. Ich hoffe, beim Vorbeilaufen hier auf dich draufsteigen, aber ging nicht. So, was auch immer hier ist. Okay, ich wollte schon sagen, da muss jetzt irgendwas sein, was wir hier einsammeln können. So, irgendwie war ich wieder voll anscheinend. Geh weg, ihr Spinner. Okay, Krach an der Küste. Gut, irgendwie weiß ich nicht, wie ich hier an die anderen Sachen näher dran kommen soll, ne? Noch 5 Dinger, eine Mission ist hier, das heißt, ich muss sowieso noch mich erstmal darum kümmern, ne? So, warte mal, der hat doch gesagt, seine Chefin hatte irgendwo hier die den Schlüssel zu dem Haus, ne? Da habe ich noch gar nicht fertig gemacht, oder? Aber wo? Ich war doch in alle Häuser drin, oder? Hier sind doch nur 3 sind hier. Okay. Wahrscheinlich schon an allen drin. Machen wir hier rein. So, ach ja, genau hier. Nee, das habe ich schon gemacht, oder? Habe ich schon gemacht, ja. So, das Haus hat nichts. Und dann ein Haus ist verschlossen, ne? Da war ich noch nicht, ne? Nehme ich an. Wow, was ist hier los? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh. 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 Oh, okay. Ich wurde wieder rausgeschmissen. Was ist gerade passiert? Ich dachte, mein Ding wäre gerade ja stehen geblieben oder so, aber ne. Das war das Spiel. Versuchen wir nochmal. Okay, jetzt funktioniert. Was war das gerade? Ein Besucher! Darf ich empfehlen, dass ihr während eures Aufenthalts auch mein Museum der Ersten Ordnung besucht? Die Schlüsselkarte Erste dafür Ordnung. Ist hier irgendwo. Ich habe sie weggeräumt, da nie jemand vorbeikommt. Nun gut, ab und zu fragt mal jemand nach dem Weg zum Waldmond. Verflixte Ewoks. Mein Gott. Ein Besucher. Nein, ich wollte eine Granate da reinwerfen. Ungefähr so. Wo bist du? Wenn ich eine Karte wäre, wo wärst du dann? Okay. Diese Astromech-Druiden, die machen die ganze Zeit Geräusche, gehen mir voll auf den Nerven. Das habe ich. Lasst uns beginnen. Also. So, hier ist nichts, ne? Okay. Ich habe den Schlüssel. Ich werde den Schlüssel da einstecken, auf dass ich Geheimnisse und Belohnungen bekomme. Bank. Haha. Was sagst du dazu? Du hast den Schlüssel gefunden. Ja. Oh Moment. Das bedeutet, dass ich jetzt arbeiten muss. Da habe ich nicht nachgedacht. Das ist die Stimme. Die kommt mir so bekannt vor. Ich meine, in dem Spiel kam die schon voll oft vor, aber ich habe die auch schon anderswo irgendwo gehört. Wow. Captain Phasma ist die blankköpfige Schreckschraube, die die
der ersten Ordnung ausbildet. Sie ist ein furchteinflößender Gegner und im Zweikampf unschlagbar. Sie wird uns alle überleben. Die Erinnerung an ihre Grausamkeit verfolgt viele noch heute. Nur wenige können heute spiegelnde Oberflächen ansehen, ohne zu schreien. Ha! Ich habe dir gesagt, du sollst die Fenster verdeckt lassen, Jael! Okay. Die Starkiller-Basis war zwar ein Wunderwerk der Kampfstation. Der Imperator ist nicht beeindruckt. Nicht unbesiegbar. Diese lausigen Architekten der ersten Ordnung haben ihren Thermalgenerator nicht ausreichend geschützt, was zur vollständigen Vernichtung der Basis führte. Hier ist eine traditionelle Uniform der ersten Ordnung. Die Kopfbedeckung war eine Einheitsgröße, was das Tragen für Personen mit überdurchschnittlich großen Köpfen schwierig machte. Berichte besagen, dass jemand wurde bei einer Beförderung übergangen, weil der Hut nicht auf ihren ganz normalen, vielleicht etwas überdurchschnittlich breiten Kopf passte. Okay. Ich kann eine Granate reinwerfen, dann ist er am Glänzen. Muss ich jetzt zerstören? Ich muss es zerstören, oder? Haben die gerade geschehen? Nein! Der oberste Anführer wird sehr zufrieden sein. Ich bin ein bisschen blöder, dass er jetzt kaputt gegangen ist. Sah auch voll schön aus. Fällt mir gerade ein, haben wir schon mal jemals Snoke gespielt? Haben wir ihn überhaupt freigeschaltet? Ja, ne? Haben wir noch nie gespielt, ne? Nur so. Ne, haben wir noch nicht freigeschaltet, okay. Der ist ja sowieso schon tot. Wenn er tot ist, dann ist es auch legal, ihn zu spielen, ne? Du stirb. Wie schafft es das Ding jedes Mal zu überleben? So, irgendwie weiß ich aber nicht, was ich hier noch machen soll, ne? Wie komme ich da hin? Ich nehme an, da ist eine Quest irgendwie, ne? Was ist hier denn noch? Oder hier. Ach, das muss ich auch noch machen. Ah. Ganz vergessen. Ich hätte es gesucht. Jetzt habe ich es wieder gefunden. So. Ich habe einen dadurch getroffen. Wir waren mit der Granate gerade getroffen. Ja, du machst das toll. Das ist ein anständiger Fang. You want to play fish blasting with me? Ja, klar, aus Genshin Impact. So Bomben in den See reinwerfen, um Fische zu jagen damit. Jetzt war der Terrorist vom Mondstadt. Nimm das. Ja, schon voll Overkill ja in Sachen Punktzahl. Aber okay. Wenn er mich nicht aufhaltet. 6000. So viele Fische. Fast zu viele Fische. Ja. Selten von Fischen überwältigt. Kein Ding. Mache ich doch gerne. Da ist noch ein Ding. Holen wir uns dann noch. Und dann können wir uns mal an diese eine Mission. Nehme ich an, ne? Genau hier. Aus dem Weg, gehen wir aus dem Weg, gehen wir aus dem Weg, gehen wir aus dem Weg. Haben wir noch einen Stein. So, so langsam. Okay. Ich weiß nicht, wie ich den einen bekomme. Ich nehme mal durch eine Quest, ne? Und da wir gerade von Quest reden, ne? Quest Kev Bier. So, wir sollen uns hier ein paar Tiere suchen. Machen wir das mal, ne? So, uns fehlt nur noch der letzte. Uns fehlt nur noch ein Planet, ja. Na gut, dann sammeln wir noch ein paar Tiere ein, ne? So zum Abschluss. Und dann werden wir ja wohl zeitmäßig hier fertig sein, ne?
Nehme ich jetzt mal so an, oder? Mal schauen. Ich frage mich, ob wir das Großkampfschiff schon hier finden können, die Steadfast, ne? Oder ob wir hier, weiß nicht. Irgendwas anderes haben wir auch freigeschaltet. Wir müssen irgendwie so Echsen auf Ajon Kloss oder wie auch immer der Planet heißt finden, ne? Irgendwann hat es damit. Wer? Ich bin gerade erst gespawnt. Wer ballert mich denn hier schon direkt ab? So, muss ich dich fangen? Ich bin gerade erst gespawnt, Kumpel. Okay. So, welches Tier muss ich hier finden? Stimmt dem Wampan, ne? Warte. Ich habe ihn nur ein Stück. Das Gefäß hier stehen. Voll aggressiv. Er ist nicht so unterschiedlich von der echten Ray, würde ich jetzt sagen. Ist nicht so unterschiedlich von der echten Ray, ne? Ich fand auch, die war immer voll aggressiv eigentlich, ne? Vor allem beim Kämpfen, ne? Die hat immer so eine Grimasse gemacht. So. So, gehen wir nach der Echo-Basis von Hop. Von Hop. Nein, hat sich da noch jemand dran? Oh, wie geht's? Hop. Der Rival aus Pokémon Schwert und Schild. Ich weiß nicht, warum ich den immer mit so einem Ausrufezeichen ausgesprochen habe. Aber das fand ich einfach lustiger, okay? Und wenn ich das lustig finde, dann ist es auch lustig. Naja. Ballab. Ich habe keinen verstanden, was er gerade gesagt hat. Okay. Hier ist ja nur ein Wapper gewesen, oder? Wo ist denn der? Da ist so eine Höhle. Bist du hier? Nein. Er ist sogar abgeblockt. Warum ist denn dann da am Weg? Irgendwie so krass, dass man hier mit 5 Leuten rumlaufen kann. Da gibt es bestimmt einige Speedrunner, die machen irgendwie so Strategie. So, oh, am besten macht man diesen Kaiberstein, indem man hier mit den Leuten hier durch die Gegend rennt, indem man diesen Punkt hier irgendwie spielt, ne? Von Episode 9, damit man hier so schnell wie möglich an 5 Charaktere auf einmal kommt oder so, ne? Keine Ahnung. Bestimmt einige Speedrun-Strategien oder so. So, wo ist er denn? Irgendwo soll hier sogar sein. Ihr wollt Fakten über Hort? Natürlich wollt ihr das. Dieser hat nichts damit zu tun. Ein Fakt über Hort. Es ist sehr kalt. Der ist bestimmt da oben irgendwo, ne? Oben kann man ja irgendwo hin, genau. Aber ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. So, was zum? Wo bist du denn? Ist ja nur dieses eine Gebiet hier. Mein Gott. Ja, ich bin hier. Jetzt bin ich weg. Du bist nicht fähig. Ich meine es nicht böse. Ich warte. Ich kenne dich. Du hast mir vorhin geholfen, mich durch die Basis zu schleichen. Wenn du dich erinnerst, wollte ich hier warten und fliehen, sobald sich das Tor öffnet. Aber jedes Mal, wenn das passiert, war da immer ein nerviger Well, der mir in seinen Adleraugen glotzt. Du kennst einen anderen Planeten, auf den ich flüchten kann? Dann machen wir das. Ist das dein Chef da drüben? Dann hüpfe ich eben mal drauf. Ja, Freiheit. Aua. Ja, trau mir. Glaub mir, du kannst mir trauen. Mit meinen schwarzen Roben und meinen grimmigen Gesichtsausdruck und meinen roten Doppellichtschwert.
Würde ich dich jemals anlügen? Okay, dann gehen wir mal zu Hatschu. Da fehlt auch noch ein Steinchen. Wo finde ich das denn? Keine Ahnung. Da bin ich schon wieder. Oh. Also war schon fast fertig. Da müssen wir nur eine Story-Level machen. Danach machen wir noch so ein paar Aufräumarbeiten, ne? Sachen, die wir noch finden müssen, ne? Und dann sind wir schon wieder fertig mit einem Projekt. Und dann habe ich auch nichts geplant, ne? Also dann gibt es nur noch Final Fantasy 7 Rebirth und weiter hier mit dem Vegas Diablo und hin und wieder mal ein Genshin Stream und vielleicht mal hier hin und wieder mal so ein Honkai Star Rail Video, aber davon wird es auch nicht viel mehr geben. Er wird einen der Talar-Sirenen auf einer anderen, auf einen anderen Planeten bringen. Das wird wohl nicht schaden. Seit der alte Jedi weg ist, ist die Nachfrage nach ihrer Milch weitaus geringer. In Ordnung, sie sitzt auf den Felsen dort drüben, aber seid behutsam und kümmert euch gut um sie. Geht mit ihr spazieren, kraut ihr die Lefzen, also was. So, ich sehe nirgendwo den Stein auf der Karte und es gibt auch irgendwie nicht viele Sachen zum Nachschauen. Zum Reingehen meine ich. Gibt es hier noch eine Quest? Ah. Guck mal, wie viele Punkte ich habe. Okay, fast haben wir alles gelernt. So, hier haben wir aber keine Quest mehr übrig. Wo ist denn dann der letzte Stein? Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ah, so, als werden wir schon irgendwann mal finden. Irgendwann, ne? Vielleicht will mich ja irgendeine Quest irgendwo hin. Und auch, ach, ihr Viecher, genau. Ja, was geht? Na, bisschen Milch. So, ich wollte schon sagen, in so eine kleine. Okay, doch. Ah, ich habe keine Luft. Oh mein Gott, hier sind keine Luftlöcher. Ich kriege keine Luft. Seien wir von Drawn Together. Ich weiß nicht mehr, in was für ein Kontext die Szene war. Ich finde das voll witzig. Wie gestresst er sich angehört hatte. Oh, oh mein Gott, hier sind keine Luftlöcher. Ich kriege keine Luft. Und man sieht den noch nicht mal, man hört den einfach nur irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was der drin war oder so. Oh, sein, der ist ja immer irgendwo drin, ne? Das war ein Schulenwitz. Okay. Nun werden wir immer genug Milch, Eier und Wolle haben. Und ich kann endlich Wolfangkuchen machen. Ich scherze natürlich. Die Wolle ist für die Mützen, die wir beim Essen der normalen Pfannkuchen tragen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde dafür sorgen, dass die Geschöpfe hier ein glückliches Leben haben. Das ist doch gut. Oh, ich habe einen Knochen. Boah. Was so? Palpatine. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Rodgar Deng. Okay, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung. Nee. Ja, Kopfgeldjäger. So, jetzt haben wir hier noch einen Stein. Und der ist da. Nur wie komme ich da hin? Das ist jetzt die Preisfrage, ne? Haben wir hier. Hier haben wir auch alle. Das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Ich habe hier Quests erledigt. Aber ich weiß nicht. Also. Was war das? Also da oben wird mir immer nur angezeigt, ne? Hier ist ein Stein, aber wo ist er? Muss ich ja irgendwas machen.
Ich habe mal alles hier kaputt, ne? Jedenfalls habe ich versucht, alles kaputt zu machen. Was ist das denn für eine riesige Welle, ja? Machen wir nie damit, danke. Ist die alte stark. Es sieht aus, als wäre irgendwie so eine Belohnung für eine Quest oder so, ne? So, ich habe alles hier kaputt gemacht. Komm gefälligst raus. So ein Kaiberstern, der sich in so einen Boss verwandelt, ne? So ein Kaiberstern mit Bahn, mit Beinen und Armen, ne? Ich prügel mich wieder mit denen. So, der wird mir aber auch hier nicht angezeigt gerade auf der Karte, so als aktiv, ne? Na gut, dann ich weiß nicht, haben wir ja schon wieder alles erledigt. Mustafa, hi Mustafa, im Weltraum hat sich was aufgetan. Ach, hier müssen wir auch noch, aber nicht mal heute, ne? So, das hier ist erledigt, aber aus irgendeinem Grund ist halt nicht grün. Ah, wie ich es liebe, wie verpackt das Spiel ist. Ich will mal gucken, ob ich dieses Großkampfschiff hier, die Steadfast, ob ich die schon spawnen kann. Dann nehmen wir uns, da werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal ansehen, ne? Machen, ja, da ist schon ein Haken dran, also nehme ich mal, das können wir vielleicht schaffen. Dann werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich hier das Ding ja mal versuchen zu spawnen, ne? Indem ich hier bestimmte Planeten drüber fliegen, ne? So, Echsen verpetzen und dann ist hier irgendwie immer noch was, ne? Das hier müssen wir auch machen. Wir müssen ja irgendwann mal nach Iron Claws, ne? Also können wir nebenbei auch noch machen, ne? Den Wookie müssen wir noch zweimal finden. Ich nehme an, Exogol und die Steadfast sind die letzten Orte, wo ich den finden muss, ne? Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig, ne? Die 13 Quests müssen wir noch machen, ne? Die werden wir ja auch noch finden. Habe ich noch irgendeine Quest gerade aktiv, ehrlich gesagt? Weiß ich das gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Aber hier sind noch einige offen. Heiß auf heiß. Also ja. Dann machen wir beim nächsten Mal noch ein paar Quests und ich versuche das Raumschiff hier spawnen zu lassen, ne? Was steht denn hier? Kantonika, Exogol, Jako und Pasana. Also in irgendeinem diesen Orten muss ich hier durch die Gegend fliegen und Gegner kaputt schießen, nehme ich an, ne? Und dann kriegen wir den wahrscheinlich irgendwann gespawnt hier. Ich versuche die Sachen hier mal freizuschalten auf Screen, ne? Und ja, sind wir nächstes Mal wieder ein bisschen beschäftigt, ne? Mit einigen Sachen. Und ja, dann sage ich, ich verabschiede mich für heute, ne? In der nächsten Folge geht's weiter mit etwas freiem Spiel, bevor wir die letzte Episode, die letzte Folge, die letzte Level von der letzten Episode ja abschließen. Und ja, ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und mein Gott, mein Hals tut mir weh. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte einen Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.